Das China-Massaker, Jahrhundertchance oder Geldgrab. Herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Im Hintergrund läuft der Aktienkurs von Didi, momentan minus 16%. Eine leichte Erholung, war auch schon bei minus 18%. Ich sage euch, was ist passiert? Was kann mit anderen Aktien ebenfalls passieren, beispielsweise mit Alibaba? Und wir gucken uns auch mal Tencent an, ob das auch mit Tencent passieren kann, wobei Tencent die Risiken sind. Und wir gucken uns auch noch andere China-Aktien an, ob es denn allen China-Aktien so elendig geht. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich habe mich schon immer gerne mit China-Aktien beschäftigt. Da wird es einfach niemals langweilig. Habe auch China-Aktien im Depot. 12 Stück, wenn ich richtig gezählt habe. Und ich gebe es zu, ich habe auch Alibaba, so ein Mist aber auch, habe ich schon länger gekauft, ich habe sie immer noch nicht verkauft, bin auch überrascht jetzt gerade, wie dick das da kommt, aber okay, wir sagen erst einfach mal, was Sache ist und am Ende, ich gebe ja eh keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, macht jeder von euch draus, was er will. Also, was ist passiert mit Didi? Delisting. Ironischerweise ist ja das Delisting-Risiko, wird es schon lange diskutiert. Wir dachten aber immer, das kommt von der Seite der USA, weil die Unternehmen, die eben über dieses, die chinesischen Unternehmen, die über dieses ADR-Konstrukt gelistet sind, die Bücher endlich mal offenlegen sollen, damit man sich auf die Zahlen verlassen kann. Stichwort PCAOB, Public Accounting. Public Accounting Oversight Board. Und die sollen eigentlich die Zuverlässigkeit der Prüfungen sicherstellen, dass die Leute, die Unternehmen prüfen, dass die ihren Job quasi richtig machen können. Also die sollen sozusagen den Rahmen sicherstellen. Nicht nur bei China-Aktien, auch bei US-Aktien, und bei anderen ausländischen Unternehmen. Nur bei China, da klappt es halt irgendwie nicht, weil sich da China querstellt. Und jetzt hat dann halt die USA gesagt, okay, stellt euch 3 Jahre hintereinander quer, dann können wir euch delisten, also von einer der großen Börsen kicken. Was heißt denn, wenn die von delistet werden, diese Unternehmen, dann sehen sie Aktien immer noch handelbar für euch, over the counter, zum Beispiel über dieses Pink Sheet. Also wir haben hier, wenn ihr zum Beispiel eine Aktie eingibt, habe ich vorhin schon mal getestet, wie Hexagon. Dann habt ihr hier in Stockholm, das ist also eine schwedische Aktie, dann hat die hier ihr Hauptlisting, aber hier auch PNK für Pink Sheet, die wird dann also dann over the counter gehandelt. Wenn man hier in die Historical Data schaut, dann seht ihr, dass es hier immerhin ein paar Stückmengen gibt, die da gehandelt werden. Ich habe noch eine andere Pink Sheet gesehen von Hexagon, die ist aber deutlich öfter gehandelt worden. Hexagon, das ist die HGE. Wir nehmen mal, welche ist das? Die BF-Variante. Und dann nehmen wir mal die BY-Variante. Gehen wir mal hier rein. Da sieht man, dass es schon viele Stückzahlen sind, also über 300.000 hier in einem Tag, die gehandelt werden. Das heißt, ihr werdet dann die Aktie immer noch los und habt die nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag im Depot, wenn ihr zum Beispiel Didi hättet und die dann quasi nicht mehr gehandelt werden. An der Nasdaq nehme ich doch schwer an, dass die an der Nasdaq war. Ist noch. Und Problem ist aber, dass außer der tendenziell niedrigeren Volatilität, dass erstmal zum Zeitpunkt des Delistings die Kurse nach unten brechen, sieht man ja hier bei Hexagon. Momentan gehen eher alle Kurse nach unten, aber ich meine bei Didi natürlich. Unter anderem, weil Fonds die Aktien auf den Markt werfen müssen, weil dann zum Beispiel im Fondsprospekt drin steht, dass nur Aktien, die gewisse Standards einhalten, im Fonds enthalten sein dürfen. Und das ist auch schon das Stichwort Standard. Es ist nämlich ein Qualitätsstandard, wenn eine Aktie beispielsweise an der Nasdaq oder an der New York Stock Exchange notiert. Warum ist es ein Qualitätsstandard? Weil eben diese Prüfungsregularien, die von der PCAOB durchgesetzt werden, nicht für Over-the-Counter-Aktien gelten. Da ist also das Regelwerk deutlich weniger strikt als an den großen Börsen. Das weiß natürlich der Markt und dann kann er sich mehr auf die Zahlen verlassen. Das heißt, wenn wir uns mehr auf die Zahlen, auf die Bilanzen verlassen können, können wir bessere Fundamentalanalyse machen, können das Unternehmen besser beurteilen, ist also das Risiko, dass wir auf die Nase fallen, wenn wir in so ein Unternehmen investieren, geringer. Das heißt, das Unternehmen
kommt beispielsweise günstiger zu Geld und weil es halt an den großen Börsen gelistet ist, kannst du auch Kapitalerhöhungen durchführen, also kommt leichter an Eigenkapital, kommt günstiger an Fremdkapital ran, hat höhere Bewertungen tendenziell, weil es eben Risikoabschlag hat. Das sind halt alles Vorteile, beziehungsweise es sind Nachteile für Unternehmen wie die dann eben nicht mehr gelistet sind an einer der großen Börsen hier in den USA. Gehen wir wieder zurück zu Didi, weg von Schweden. Erholen sich jetzt nur noch 15,8% im Minus. Aber man weiß nicht, wohin das geht. Also werden jetzt beispielsweise nicht alle Fonds auf einmal dann ihre Aktien verkaufen, sondern die werden dann auch so ein gewisses Zeitfenster haben. Und ich glaube, ich habe das jetzt schon rübergebracht, dass die Nachteile schwerwiegend sind und von dauerhafter Natur. Und jetzt ist natürlich die Frage, Didi hat es jetzt erwischt. Übrigens der Hauptgrund oder offizielle Grund ist ja wegen Datenschutz. Also man muss sich das so vorstellen, China hat natürlich ein Problem damit, dass ausländische Staaten Zugriff kriegen auf sensible Daten chinesischer Unternehmen. Das führt schon dann so in Richtung Spionage. Und die USA, die wollen ja gerade das. Wenn die chinesischen Unternehmen die Bücher öffnen müssen, dann haben die natürlich einen Einblick. Dann wissen die bei Didi, dann wissen die bei Alibaba, aber auch bei anderen Unternehmen ziemlich genau, was eben Sache ist. Und könnten es dann auch für politische Zwecke nutzen. Und die Freundschaft zwischen China und den USA ist ein bisschen abgekühlt, wie man weiß. Okay, dann haben wir jetzt zum Beispiel noch andere Aktien wie Alibaba. Und wenn wir uns das mal angucken, dann seht ihr ja auch, dass es mit dem Börsenkurs da heute auch nicht zum Besten gestellt ist. Auch hier eine leichte Erholung wieder, aber tendenziell geht es auch nach unten. So, Alibaba ist auch so ein ADR-Konstrukt. Das heißt, da ist tendenziell auch das Risiko, dass die delistet werden. Was natürlich auch ein großes Problem ist und was auch den relativ hohen Kursabschlag erklärt. Wenn wir jetzt mal in den Aktienfinder gehen, dann werden wir gleich sehen, dass überall, wo im Aktienfinder ADR hinter dem Namen der Aktie bzw. des Unternehmens steht, wir heute sehr hohe Kursabschläge haben. Also ich filter mal hier auf China und Hongkong, ist ja auch China. So, und wenn wir dann mal gucken einfach, auch das Ganze ist ja nicht ein Phänomen nur von heute. Gucken wir hier heute Kursgewinne an, dann seht ihr hier ADR, ADR, ADR. Also alles ADRs sind alles Verlierer, alles sind die ADRs, das sind alles die Verlierer des Tages quasi. Und erst später kommen dann andere China-Aktien und es gibt auch andere China-Aktien, die gewonnen haben. Das sind aber andere China-Aktien, das sind Kernland-China-Aktien, das sage ich dazu. Und das unterscheide ich ganz, ganz strikt. Und das ist übrigens auch nicht erst nur die Eintagessicht, das ganze Drama mit der zunehmenden Regulierung und dass die zerdrückt werden, so im Ost-West-Konflikt, sage ich mal, spielt ja schon länger. Es gibt ja schon länger. Wenn wir auf 6 Monate gucken, dann seht ihr auch hier, in erster Linie sind ADRs die Verlierer. Auch hier, ne? Sind meistens ADRs die Verlierer. Hier die ersten jedenfalls. Und dann später gibt es noch andere Sachen. Hier haben wir einen Immobilienkonzern. Ihr wisst, die China hat auch große Probleme mit Immobilienkonzernen, beziehungsweise fast die KP in ihrer Weisheit versucht da jetzt Luft rauszulassen aus dem aufgeblasenen Immobilienmarkt. China Evergrande hat da leichte Probleme. China Fortune Land hat auch Probleme. Andere schlagen sich besser, aber ist eine andere Geschichte. Ihr seht aber hier, dass die ADRs schon länger quasi in Anführungszeichen notleidend sind. Interessant, wenn wir auf den Titel zurückkommen, Jahrhundertchance oder Geldgrab. Man sieht halt, wenn man sich Aktien anguckt wie Alibaba, die sind halt fundamental ein Weihnachtsgeschenk. Und es ist kein Zufall, dass zum Beispiel Charlie Munger oder Frank Thelen jetzt auch kürzlich sich Alibaba ins Depot gelegt haben. Werden jetzt nicht besonders glücklich sein drüber, aber warum, wenn sie es gemacht haben? Man sieht es hier schön in der dynamischen Aktienbewertung des Aktienfinders. Die aktuelle Bewertung anhand der Multiples wie KGV, KCV, auch bereinigtes Kursgewinnverhältnis hier, die liegen deutlich unter dem historischen Schnitt, Hälfte und mehr drunter. Also das heißt, wir haben einen Abschlag von 50% plus auf die historische Bewertung. Das ist schon extrem, extrem viel eingepreist. Unter anderem auch eingepreist,
dass wir eben hier bereits rückläufige Gewinne haben. Man muss jetzt auch sehen, bei Alibaba zum Beispiel, dass es auch dauerhafte Spuren hinterlässt, der Druck. Alibaba hat ja sein Potenzial nicht voll entfalten können, hat angefangen mit dem missglückten Börsengang, der abgesagten Börsengang der Ant Group. Die müssen jetzt, die mussten dann Strafzahlungen machen wegen Marktmissbrauchs. Das heißt, sie müssen ihren Markt öffnen, auch für Wettbewerber, indem beispielsweise nicht mehr exklusiv Händler gezwungen werden dürfen, was im Prinzip ja okay ist, nur bei Alibaba ihre Waren feilzubieten, weil sie sonst zum Beispiel an Sichtbarkeit massiv verlieren. Löhne wurden erhöht durch Mindestlöhne. Und Alibaba wurde beispielsweise wie auch Tencent zu Spenden genötigt und all das hinterlässt natürlich seine Spuren in der Gewinn- und Verlustrechnung und führt dann eben erstmal zu rückläufigen Gewinn. Und das ist natürlich schon eine richtige Klatsche, die Alibaba jetzt dieses Jahr bekommen hat. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite seht ihr, dass es dann später wieder aufwärts gehen soll. Auch gebremst. Also das sind ja jetzt neue oder ganz aktuelle Analystenschätzung. Und jetzt geht man erstmal von einem Gewinneinbruch aus. Aber später sollen wir wieder zweistelliges Wachstum haben, um die 20%, sage ich mal. Jedenfalls auf den bereinigten Gewinn bezogen. Man sieht aber auch, dass die Jahre vorher lagen wir bei 30%. Also seht ihr hier, dass es steiler war, als es dann hier ist. Das heißt, es ist tatsächlich, wenn sich das irgendwann mal wieder einpendelt, ist tatsächlich unwahrscheinlich, dass die alte Bewertung da wieder erreicht wird. Das heißt, dass wir dann wieder KGV haben von 30 oder 33 von Alibaba, sondern werden es vielleicht 22 oder 25 sein. Ich sage jetzt einfach mal irgendwas, was mir als halbwegs realistisch erscheint. Damit es aber passiert, muss erstmal eine beruhigende Lage stattfinden. Das heißt, es darf nicht die ganze Zeit irgendwas Neues passieren, irgendwelche neuen Horrormeldungen geben, die Daumenschrauben quasi immer enger angelegt werden an die virtuelle Wirtschaft, virtuelle Ökonomie, die eben in Ungnade gefallen ist. Die haben jetzt auch höhere Steuersätze beispielsweise, Alibaba oder Tencent. Und solange sich die Situation halt verschlechtert oder man befürchten muss, dass sie sich weiter verschlechtert, solange glaube ich nicht, dass eine nachhaltige Erholung stattfinden wird. Aber man darf ja auch mal positiv überrascht sein. Ich war mir des Risikos bewusst, aber ich bin jetzt auch trotzdem überrascht gewesen, also negativ, wie schlimm da alles auf einmal zusammenschlägt. Und jetzt verkaufe ich momentan aber Alibaba auch nicht mehr beispielsweise. Das heißt, ich behalte jetzt einfach im Depot, kaufe aber auch nicht nach. Guck einfach mal, wohin quasi die Reise geht. Operativ ist das Geschäft ja von diesen Unternehmen wie Alibaba okay. Alibaba ist empfindlicher als beispielsweise Tencent, die gucken wir uns nächste an, weil Alibaba quasi, das sieht man hier bei den Segmenten, alles quersubventioniert über hier ihr Core-Commerce-Geschäft, alles andere ist hochgradig defizitär. Der Cloud-Bereich, der Unterhaltungsbereich ist defizitär, wird aber kreuzsubventioniert, so wie es beispielsweise auch Alphabet macht. Da ist es ein bisschen ähnlich, nur halt über Werbung und die machen es halt über Onlinehandel bei Alibaba. Wenn wir uns dann mal Tencent angucken und dann mal schauen, wie Tencent beispielsweise bewertet ist, da werdet ihr dann sehen, dass Tencent deutlich höher bewertet ist noch als Alibaba, weil bei Tencent, da fällt ein großes Risiko weg, die sind nämlich keine ADR, also ihr habt hier im Namen kein ADR drin, deshalb seht ihr hier, dass die Bewertungen deutlich höher sind, zum Beispiel basierend auf dem operativen Cashflow, schon mehr als die doppelte Bewertung, auch bei dem KGV bereinigt, die doppelte Bewertung plus. Obwohl auch die Aktie natürlich deutlich zurückgekommen ist, immer noch deutlich höher bewertet als beispielsweise Alibaba. In erster Linie zwei Gründe. Der erste Grund, den ich sehe, ist, okay, es ist kein ADR-Konstrukt. Das Risiko des Delistings ist also erstmal hier nicht gegeben. Groß durchatmen und quasi ein Risikoaufschlag machen oder Risikoabschlag, je nachdem, wie man will, ist halt weniger Risiko da, deshalb höhere Bewertung. Das wollte ich sagen. Zum anderen ist Tencent auch besser aufgestellt, sage ich auch nicht zum ersten Mal. Das sind alle Segmente,
positiv, Margen positiv. Da gibt es also keine so Quersubventionierung. Die haben ihr Geschäft schön diversifiziert, sind nicht allein vom Onlinehandel abhängig, wie es bei Alibaba der Fall ist. Das heißt, man darf auch nie, trotz aller politischen Wirren, die wir da haben, das fundamentale Operative ganz außer Acht lassen. Das spielt immer noch eine Rolle, immer noch eine wesentliche Rolle. Also ich halt, Tencent sozusagen steht auf solideren Beinen wie Alibaba, so wie zum Beispiel Microsoft für mich auch auf solideren Beinen steht wie eine Alphabet. So, jetzt haben wir aber bei Tencent auch ein Problem. Nämlich normalerweise dürftest du nicht in eine Aktie investieren wie Tencent, weil es sind sensible Bereiche. Als Nicht-Chinese dürftest du nicht in Tencent investieren, dürftest du nicht in Alibaba investieren. Jetzt gibt es das VIE-Konstrukt, Variable Interest Entity, was nichts anderes ist, wie du investierst nicht in das operative Unternehmen, sondern investierst in eine Hülle und diese Hülle hat einen Gewinnabführungsvertrag. Das heißt, wenn Tencent Geld verdient, verdient über diesen Gewinnabführungsvertrag die Hülle, in die du investiert hast, Geld. Die Hülle hat ein Listing, oder hat nicht ein Listing, aber hat hier auch, sitzt auf Cayman Islands, dieses KYG. Genau. Und auch das ist China ein Dorn im Auge, weil es ja nichts anderes wie eine Umgehung von dem, was sie eigentlich wollen. Aber das ist natürlich immer so ein Trade-off. Auf der einen Seite konnten sich dann diese chinesischen Unternehmen gut finanzieren, haben also Zugang gekriegt zu ausländischem Kapital, konnten dadurch wachsen. Auf der anderen Seite ist es der Kommunistischen Partei ein Dorn im Auge, weil wenn diese Unternehmen, in die du eigentlich nicht investieren dürftest, also nicht Chinesen, die Bücher offenlegen müssen im Rahmen der Prüfung, da kommen wir wieder zurück zum Delisting-Problem mit diesen ADRs auch, dann bekommt ja das Ausland trotzdem Einsicht in die Innereien von diesen Unternehmen und könnten das ja benutzen für ihre bösen Absichten, sei es Industriespionage oder sei es irgendwie, um politisch Druck zu machen. Und da weiß man halt nicht, bei diesem Trade-off, ob das jetzt nicht mal so arg in die Seite geht, gegen dieses VIE-Konstrukt, dass irgendwann China da den Stecker zieht und sagt, wir dulden das nicht mehr. Ist auch ein Risiko. Und von diesem Risiko wäre beispielsweise auch Tencent betroffen. Aber auch Alibaba. Also Alibaba hat es auch. Da sieht man mal, wie hochriskant es eigentlich ist. Aber auf der anderen Seite, ich bin immer noch in Alibaba drin. Ich habe auch übrigens auch Tencent-Aktien. Das sind die zwei Tech-Aktien, die ich habe. Die anderen sind keine Tech-Aktien und sind auch keine ADR-Konstrukte und sind auch keine VIE-Konstrukte. Die haben also einen anderen Risikocharakter, also der mal so von der aus der Sicht niedrigeres Risiko. Ja, gut. Hohe Chance, hohes Risiko bei diesen Aktien. Also in Didi, meine persönliche Meinung, würde ich auf keinen Fall investieren. Aber Alibaba und insbesondere Tencent haben funktionierende Geschäftsmodelle, rein fundamental könnte man da rein investieren. Wir haben übrigens auch bei Tencent jetzt faire bis niedrige Bewertungen hier, historisch gesehen. Hatten wir lange nicht. Also wir hatten hier lange, wenn du es mal anguckst, hier Fair Value bereinigt, also lange massive Überbewertungen hier gehabt. Und die sind jetzt halt eben auch hier bei Tencent beispielsweise, jedenfalls wenn ich die Standardbewertung hier mache, ist jetzt vollständig abgebaut und wir sind jetzt sogar schon in die Überbewertung, Unterbewertung gekommen, also bei Tencent. Bei Alibaba natürlich jenseits von Gut und Böse sozusagen fundamental unterbewertet. So, jetzt haben wir noch die anderen Aktien, die ich jetzt mal als Kernland China-Aktien bezeichnen. Ich habe auch mir hier, weil es ist zu viel, kann ich nicht alles sagen, einen Artikel geschrieben. China, so hast du den Markt im Griff. Und da gehe ich hier, da gebe ich hier eine kleine, relativ einfach zu prüfende Liste wieder, wo du dir ein Bild machen kannst über das Risiko einer jeden China-Aktie. Und natürlich die ersten beiden Risiken hier. Einmal soll es nicht, soll keine ADR sein. Und das war auch der erste Punkt. Das ist, wie du auch hier siehst, ist genau das gerade der Punkt, der eben diesen ADRs um die Ohren fliegt, diesen Aktien. Und dann habe ich hier dieses Variable Interest Entity Konstrukt hier noch aufgenommen. Und dann noch andere Kriterien, die du abklopfen kannst, um das Risiko eben entsprechend einschätzen zu können. Was du machen kannst,
Oder wo China, wie ich finde, interessant ist, wenn man eben diese Risikoaffinität hat, in China zu investieren und direkt in Aktien, China-Aktien zu investieren, kannst du auch über einen ETF abbilden, dann sind China-Aktien in erster Linie, denke ich, für Dividendeninvestoren interessant. Wir haben ja Aktien wie China Mobile beispielsweise. Das kann ich jetzt mal zeigen hier. Also so alteingesessene, ja, man muss schon fast sagen, Basisunternehmen, ja, die zwar hier im Abwärtstrend sind, jetzt aber hier in so einer Konsolidierungsphase, wenn ich es mal so nennen soll, und die eben mit einer sehr hohen Dividende und ist auch ein konstanter Dividendenzahler. Es gibt immer mal wieder Dividendenkürzungen, aber die fielen dann relativ homöopathisch aus, also überschaubar. Wir haben halt momentan hier eine sehr, sehr hohe Dividende, 7,3%. Es gibt auch andere Aktien im Umweltbereich, im Technologiebereich, Versorger und so weiter, die alle schön Dividende ausschütten. Da habe ich schon das ein oder andere Video dazu gedreht, in die auch in erster Linie Chinesen selbst investieren, die eine lange Börsenhistorie haben und die in erster Linie, wie ich schon sagte, für Dividendeninvestoren interessant sind. Es gibt auch andere Unternehmen, so schnell wachsende Technologieunternehmen, wie hier, so Luxshare, Precision Industry beispielsweise, die auch Dividende zahlen, aber wegen der Dividende kauft man die nicht, die ist total niedrig, 0,3%. Die wachsen, die auch relativ hoch bewertet sind, jetzt so beispielsweise hier irgendwo Tencent-Größenordnung, würde ich sagen, die so gut wie kein Investor hier auf dem Schirm hat, die aber eben nicht diese Risiken haben. Diesen Gewinnrückgang könnt ihr vergessen, das ist nur ein Analyst und hier sind sieben, sechs fallen weg deshalb. Also einfach ignorieren. Die also nicht diese diese Risiken haben von dieser ADR-Geschichte, die diese, nicht diese Risiken haben von dieser Variable Interest Entity-Geschichte, die auch nicht in die virtuelle, in Ungnade gefallene Wirtschaft Chinas abbilden, sondern quasi die harte Wirtschaft, wenn man das so will. Das könnte auch interessant sein. Muss man sich aber dann nochmal natürlich tiefer mit beschäftigen und auch die einzelnen Unternehmen durchleuchten. Aber hier im Aktienfinder sieht man ja schon relativ schön, welche Unternehmen es eben schaffen, hier ihre Gewinne langfristig zu steigern und welche nicht. Andere Unternehmen, die zahlen wenig Dividende, wäre zum Beispiel China Mobile, da hat sich jetzt also die chinesische Telekom sozusagen, der Platzhirsch, der größte, habe ich auch im Depot. Haben sich so eigentlich soweit auch ganz entwick gut entwickelt vom Tief. Gut, bei den Monaten hier jetzt ist es immer ist alles rot. Aber ich hab das Glück, hier irgendwo zum Tiefskurs zu kaufen oder nahe am Tiefskurs. Glück, wohlgemerkt, nicht immer können. Und wenn man dann hier reinguckt, das ist dann zum Beispiel eine interessante Dividendenaktie. Man sieht also, die haben die ganze Zeit Dividende bezahlt, haben die auch mal gekürzt, aber die Dividendenrendite war immer schon ganz sportlich. Hier im Tief 3%. Momentan haben wir zum Beispiel 7,3% Dividendenrendite und das ist schon ganz ordentlich. Da gibt es natürlich noch ureigene Probleme, auch bei Kernchina-Aktien, wie beispielsweise jetzt die Immobilienkonzerne, wo wir notleidende Immobilienkonzerne haben, wie ja China Fortune Land oder China Evergrande. Und je nachdem, wie risikofreudig man da ist, aber das ist dann auch so wirklich. Also allgemein China-Aktien sind nur was für Leute, die gute Nerven haben und die notfalls auch auf ein bisschen Geld verzichten können, sage ich mal. Und das ist natürlich immer eine Abwägung zwischen Chance und Risiko. Und ich halte das Risiko für Kernland-China-Aktien, wenn sie nicht gerade in der Krisenbranche sind, für deutlich niedriger als zum Beispiel jetzt bei Aktien wie Alibaba oder so. Ich habe mich ja schon versucht auszuführen. Ich habe hier einen Artikel, China-Aktien, so hast du den Markt im Griff. Und da habe ich also einige wesentliche Punkte, auf die ich eingehe, wo du so quasi einen Haken dran machen kannst, ob also wie riskant dieses Unternehmen ist, dieses China-Unternehmen. Und es ist eine relativ praktikable Liste. Wir haben hier im Aktienfinder ja noch viele andere China-Unternehmen und die kannst du ja mal durchgehen und dir das Ganze mal anschauen. Wie gesagt, es gibt durchaus einige, die haben ganz gut, die haben ordentlich zugelegt und da sind auch Zukunftstechnologien dabei.
Einige dieser Unternehmen sind sehr teuer, aber insbesondere bei den Dividendenzahlern sind einige Unternehmen, die sind echt interessant. Zum Beispiel hier China Water Affairs, glaube ich. Mal gucken, was die für eine Dividendenrendite haben. Jetzt noch 3,3%, ist also so ein Versorger. Hatten vor kurzem noch 5%, in der Höhe sogar knapp 6%, 5,8%. Oder was gibt es denn noch? Wir haben ja noch so einen ähnlichen irgendwo. Everbright Environment. Also es gibt viele interessante China-Aktien, 6,4% sogar. Und hier geht es um Umwelttechnologie, Kläranlagen und solche Geschichten. Und das ist dann sozusagen nicht die virtuelle Ökonomie, die in erster Linie momentan im Fadenkreuz ist, zusammen mit Immobiliengesellschaften wegen Blasenbildung, sondern das ist quasi die, in Anführungszeichen, nachhaltige, echte Ökonomie. Und die wird tendenziell, die wird nicht nur nicht so stark reguliert oder steht nicht so unter dem Regulierungsdruck, sondern die wird tendenziell auch eher gefördert. Natürlich muss man sich dann auch noch mit dem Unternehmen im Detail beschäftigen. So, also China-Massaker, Jahrhundertchance oder Geldgrab. Ich hätte vielleicht auch den Titel nennen sollen Casino oder Jahrhundertchance. Also es ist auf jeden Fall ein Casino. Und als Fazit, wer jetzt Aktien kauft wie Alibaba oder sogar Didi, der spielt Casino. Wer in China investieren möchte und es konservativer machen möchte, der guckt sich lieber diese Kernland-China-Aktien an, ob da nicht was Interessantes für ihn dabei ist. Und da könnte man sowohl was für interessante Dividendenaktien finden mit einer sehr hohen Dividendenrendite. Das ist eigentlich leichter, aber es gibt auch noch, wie gesagt, echte Wachstumsunternehmen in China. Das ist dann schon ein bisschen schwerer. Die sind auch teilweise recht hoch bewertet, haben also überhaupt nicht diese Kursabschläge durchgemacht. Und da würde ich dann eher meinen Fokus drauf setzen. Und dann hat man eben immerhin die Diversifizierung. Oder ihr nehmt halt einen China-ETF, das geht auch. Okay, ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Also von Didi würde ich die Hände weglassen, von Alibaba momentan auch. Danke fürs Zuschauen und wer von euch auch investiert ist, wie ich noch, also ich verkaufe es noch nicht, Alibaba, dem wünsche ich viel Glück. Falls ihr irgendeine Einschätzung habt, dann schreibt mal in den Kommentar rein. Lese ich gerne drüber, bin gespannt, was ihr so davon haltet. Okay, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.